Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update begrüßen. Die aktuellen Daten zum IFO-Geschäftsklimaindex kamen heute herein. Wir schauen uns kurz die Daten an und blicken dann noch auf die Schlussfolgerungen, die private Anleger aus diesen Daten ziehen sollten. Wir sehen ja zunächst den Index abgetragen. Typischerweise sehen wir einmal den Geschäftsklimaindex in diesem Türkisblau. Sie sehen, wir befinden uns auf einem sehr hohen Niveau. Was wir beobachten konnten, ist, dass die Erwartungen an die nächsten 6 Monate hier in Rot abgetragen und nochmal sehr deutlich auch hier im Monatsvergleich erneut positiv überrascht haben. Wir haben einen weiteren Anstieg gesehen, aber die Erwartungen bzw. die aktuelle Lage, so muss man sagen, da gab es einen kleinen Knick nach unten, aber das wirklich minimal, darauf sollte man nicht weiter schauen. Also de facto die deutsche Wirtschaft boomt, das bestätigt, was man ohnehin momentan aus anderen Daten auch herauslesen kann. Und der Grund ist vielleicht auch sehr simpel, die Zinsen sind für Deutschland viel zu niedrig. Im Währungskorsett der Europäischen Gemeinschaft mit dem Euro sehen wir hier einen Leitzins von 0%. Banken müssen einen Negativzins für Einlagen bei der Europäischen Zentralbank in Höhe von 0,4% bezahlen, reichen diesen teilweise an Sparerunternehmen und Unternehmen weiter. Und man muss es zusammenfassen, für den Stand der Wirtschaft in Deutschland, die sich wirklich im Boom befindet, sind die Zinsen viel, viel zu niedrig. Dementsprechend besteht das Risiko von Überhitzungstendenzen. Man sieht das an einigen Preisen für Vermögensmärkte. Sie können das feststellen bei der Nachfrage nach Immobilien. Auch ja die Baubranche hier im aktuellen IFO-Geschäftsklimaindex als Unterkomponente extrem stark. Also zu niedrige Zinsen, das Risiko von finanziellen Fehlentscheidungen, solange die Europäische Zentralbank sich hier nicht weiter äußern wird, was die Zinspolitik betrifft, bleibt dieser Anlagenotstand erhalten. Und wenn wir das kurz zusammenfassen, dann stellt sich das so dar. Zum einen bekommen wir selten etwas umsonst und dementsprechend könnte es sein, dass der deutsche Sparer, und wir müssen uns klar machen, dass rund 80% des deutschen Geldvermögens privater Haushalte in zinsabhängigen und damit der inflationsabhängigen Kapitalanlagen wie Festgeldern, Sparbüchern, Versicherungen investiert sind, also dass diese Anleger eine höhere Inflation als Preis für den aktuellen wirtschaftlichen Boom akzeptieren müssen. Problem ist, an diesem Boom kann man nur akzeptieren oder partizipieren, wenn man in Vermögensklassen wie Aktien, wie Immobilien investiert ist. Das trifft leider für den kleinsten Teil der deutschen Anleger zu. Und wenn man das weiterdenkt, dann wird auch dieses Thema Zusammenhalt der Europäischen Union respektive der Euro-Gemeinschaft und der Fortbestand der Währung in der aktuellen Situation, das kann durchaus sein, dass der Preis dafür eben zu bezahlen ist in Form von zu niedrigen Zinsen und hoher oder höherer Inflation, das zumindest als Risiko, wenn man in die Lehrbücher schauen würde. De facto die Ungleichgewichte im Zahlungsverkehrssystem des Euros, die werden natürlich nicht kleiner, Stichwort Tage-2-Saldo, das Leistungsbilanzüberschussthema von Deutschland, natürlich auch ein Punkt, der immer wieder Grund für Diskussionen ist. Und die Frage stellt sich natürlich, ob wir in der nächsten Rezession respektive Krise hier nicht starke Auswirkungen von dieser aktuellen Situation und diesen Ungleichgewichten haben. De facto für Sparer und Anleger lohnt es sich, einen Blick auf ihre Vermögensstruktur und ihre Anlagestrategie zu werfen. Gerne stehen wir Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, eine gute Zeit. Bis bald. Auf Wiedersehen.